Moin meine Elding-Folgen, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir trauen uns, beziehungsweise ich traue mich, weil ich weiß, hier ist, das habe ich in gewissen, es gab hier den Netzwerktest von Elring und da meine ich, da wäre hier so ein ziemlich heftiger Boss gewesen. Und dieses Ruckeln bei dem Spiel, was ich bemerkt habe, liegt nicht an meiner zu schwachen Grafikkarte, sag ich jetzt mal zu schwachen Rechner. Weil viele Kollegen von mir, die Hightech-Top-Rechner haben, selbst da ruckelt Elden Ring bei denen. Ich denke mal, dass das noch gepatcht werden muss. Deswegen werde ich jetzt nochmal ganz kurz in den Einstellungen gehen und hier auf Maximum gehen. So, dass es dann beim nächsten Mal starten auf jeden Fall volle Pulle ist. Wir können den NPC zur Hilfe holen. Aber was ich mich noch ein bisschen jetzt erkundigen möchte ist, wie funktioniert das genau nochmal mit den Multiplayer? Weil es gibt ja verschiedene Arten. So, brauchen wir das denn alles? Damit wir uns dann mal ein bisschen erkundigen können. Und zwar hier. Offenbart Koop und feindliches Rufzeichen erzeugt ein Rufzeichen für Koop-Mehrspieler-Modus. Das ist ja das, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Passwort in der Option eingegeben habe und so alles. Wenn ich das Zeichen setze und mein Kollege ist an der gleichen Stelle, könnten wir so gesehen ja zusammenspielen. Sende Koop-Zeichen um Herbeirufungsreserven. Heißt, man kann mich herbeirufen, wenn jetzt jemand da vorne steht und er braucht meine Hilfe. Das ist hier das PvP. Das ist der Finger, mit dem man Nachrichten schreiben kann. Sende einen anderen oder euch selbst nach Hause. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Offenbart Koop und feindliche Rufzeichen. Ist es jetzt das hier? Das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe den jetzt gerufen. Gast wird herbeigerufen. Und habe ich jetzt das... fehlt mir jetzt irgendwo was? Nee, ne? Nee. Ja, Zauberer Rogier ist als Gast hinzugefügt worden. Ich denke mal, mit ihnen habe ich eine etwas bessere Chance. Auf geht's, wir gucken mal, ob wir den schaffen. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Okay. Wo ist der Zauberer? Wäre mal super, wenn er sich mit einschalten würde. Also, oh, hier werde ich schon hängen. Hoppla, Entschuldigung. Aua. Ich muss unbedingt mal die Flast verbessern. Aua, aua, aua. Hier steckt der Zauberer sehr viel ein. Genauso wie ich. Boah. Ey, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Perfekt. Warte, kann ich was Bestimmtes machen? Warte. Nee, kann ich nicht. Hey! Hey! Ho! Was geht denn jetzt? Habt ihr eine Macke, einen Hammer? So, mein NCWC ist gleich platt. Heilt er sich eigentlich nicht?
Nee, der heilt sich nicht. Ja, viel hat er nicht mehr. Ich hätte den vorhin, wo der am Knien war, mehr da draufhauen sollen. Boah. Hütte, 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 Hütte. Oh. Alter. Jetzt rastet der vollkommen aus. Ne? Also das war jetzt mehr wie heftig. Ich hätte den, glaube ich, kriegen können, wenn ich ihn vorhin besser, wenn ich mehr draufgeballert hätte, wo der Magier den abgelenkt hat. Vor allem, der war ja mal kurz in die Knie am Anfang. Da habe ich gedacht, ich kann ihn irgendwie von vorne so einen geben. Aber das war leider nicht der Fall. So, machen wir nochmal. Ansonsten müssen wir doch erstmal noch nebenbei erstmal noch ein bisschen zocken. Okay, let's go. Er kommt schon. Wo ist mein Magier? Da. Weil das doch kein Magier ist, der irgendwie, dich heilen kann oder dass er sich generell nicht heilt. Ein verborgenes Talent. Oh ja, oh nein! Hat er mich runtergeschlagen? Hat er dir getan? Mal hier. Diese Herbeirungsreserve ist jetzt aktiv. Draufhauen, draufhauen! Weg, 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 weg! Oh, nochmal! Oh, doch, von vorne! Es geht doch! Wer kommt hier mit seinem Messerchen? Und mit seinem Hammerchen? Aber jetzt bin ich wieder alleine. Ich dachte, der wirft die. Warte mal. Oh.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Ich bräuchte diese Flas-Verstärkung. Weißt du, weil ich zu viele Flas verballer. Ich brauche schon 2 Flas, damit ich überhaupt meine Gesundheit wieder voll kriege. Ruin vom Tor. Totenwasser. An den goldenen Bäumen sollt angeblich auch noch gewisse Items kriegen, wo da genau diese Verstärkungen und sowas alles sind. Ich weiß dann aber jetzt auch nicht genau, welche goldenen. Sind die goldenen Bäume hier? Das sind die einzigen, die ich so sehe, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, wir reisen einfach mal dahin. Hallo. Bleh. Oh, hier ist eine ganze Kolonne, merke ich gerade. Oha. Sorry, mal ganz kurz den Weg. Aber nicht lange. Kommt man überhaupt da runter? Ja, sieht so aus, auf jeden Fall. Oh, was hat der hier? Oh, Sprossling, süßer Sprossling des glorreichen Goldes. Ist eure Kristallträne gereift? Meint er wohl den Baum? Der meinte Baum! Gott sei Dank. Och, mit den ersten Bären haben wir jetzt auch schon zu tun. Jetzt sehe ich den Baum ja nicht mehr. Wo muss ich denn hier lang jetzt? Arr. Ich hätte mir vorher eine Markierung setzen sollen. Halbmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. Wo seid ihr, Fürst Kinet? Kinet. Der Ritter ist verrückt nach Blut. So, warte mal. Bin ich jetzt falsch? Nee. Wo ist der Baum? Von dem ich vorhin gesehen habe, vom Weiten. Dort ist der. Immer schön hier entlang. Der meint er bestimmt zu sich.
Oh, ich glaube, hier geht's runter. Gesprungene Stacheldrähen. Was kann ich damit machen? Das ist jetzt eine Art Schlüssel? Grüner Kristallträne. Das ist so typisch Souls, ne? Die erklären, die hat Snare-Gemisch, kurzzeitige Ausdauerschub. Verbessert aufgeladene Angriffe, kurzfristig. Aber wie kann ich die einsetzen? Jetzt haben wir mehrere von den Viechern hier, ne? Was machen die eigentlich genau? Also manche lassen was liegen und... Gefleckte goldene Sonnenblume. Ja, wie gesagt, manche. Aber die liegen hier überall rum, merke ich gerade. Ich einmal rum, toll. Preiset Erdenbaum. Muss man eine Geste machen oder so? Ich komme mir gerade ein bisschen dämlich vor, aber nur ein bisschen. Ist irgendwas Großes in der Mache? Das sieht aus wie ein großer Bär. Scheibenkleister. Runen am Seofra. Gut jetzt? Jetzt tief runter. Sehr tief runter. Sehr, sehr tief runter. Sehr tief und sehr groß runter. Hört doch mal irgendwann auf. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Dann haben wir auf jeden Fall ein Feuerchen, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich aber mal ganz woanders. Seofra. Gucken wir mal, was zeigt denn jetzt die Map an, wo wir sind? Warte mal. Das ist aber noch...
die alte, dann ist ja die vorige, die gleiche Map, nur dass jetzt alles jetzt unten ist. Dass jetzt irgendwie da drunter sind oder sowas. Hallo? Schmolzener Pilz. Krummfingermedizin. Was? Ab? Was? Abholen versuchen? Naja. Da hinten ist noch was. Sehen wir eine Glühwürmchen. Ist das ein Objekt? Kann ich. Also Reittier kann ich hier auf jeden Fall benutzen. Schlimmste, ich höre hier irgendwas. Und denke, hier wäre irgendwo eine unsichtbare Wand. Kann aber auch über uns sein, ne? Achso. Ich nehme mal alles mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür das ist, aber wir dürfen gespannt sein. Oben ist einer. Go, Tausendfüßler. Ja. Also. Aua. Joppa. Die schnellsten scheinen sie ja nicht zu sein. Heißt, wir können uns die einzeln vielleicht schnappen. Bewegt er sich jetzt? Ja, er bewegt sich. Orakelblasen. Im falschen Kontext verstanden. Oh, Entschuldigung. Klar, wir sollten ja natürlich kämpfen, aber ich glaube, die sind noch ein bisschen zu stark für uns hier. Huch. Oh, hallo.
Taubennetze her, aber meine Herren. Was? Oh. Yippie! Ich muss ja mal gucken, was das da oben bedeutet bei mir da. Das rote zum Beispiel runter, das sind so Sachen, die verstehe ich noch nicht so ganz. Hat das was hiermit zu tun? Stärkt Heilung, Angriff, senkt Schadenresistenz. Ah! Machen wir mal weg. Ah, ich habe aber hier, aber das ist immer noch mit Schadenresistenz bei mir da. Da siehst du? Oder bin ich zu schwer? Nee. Hm. Jetzt müsste man auf Erklären gehen und damit man sich als Symbol da oben mal anzeigen lässt, was es bedeutet. Weiß nicht, wie ich das entferne. So. Ist immer noch da. Ich verstehe das nicht. Was? 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 Erstens fährt. Die Idee ist schon mal nicht schlecht. Ist ja nicht gerade sehr, nicht wenig weitläufig hier. Bewahrende Bolli. Sind wir jetzt? Wir sind auf jeden Fall nicht ganz hochgefahren. Oder? Doch, sind wir wohl. Das ist doch die Brücke? Hey, wo sind wir denn jetzt? Wollen wir mal eben kurz hinsetzen? Ne, wir sind doch nicht oben. Flamme entzünden. Machen wir das doch mal. Mal gucken, was das macht. Oder bringt. Nicht viel. Muss ich mehrere Flammen entzünden? Warum ist auch noch sowas? Schatten? Also auch wenn Schatten da immer sein mögen. Oh, wie gut, dass wir vorhin noch beim Dings waren. Kann ich denn von hier aus jetzt auch wieder nach oben reisen ohne Probleme? Versuchen wir es einfach mal. So, und jetzt? Wie komme ich jetzt in die nächste Ebene, oder? Ah! Oberfläche, Untergrund. Okay.
Boah, ist ja wieder eine windige Geschichte hier. Hier ist auch noch ein paar Riesen unterwegs. Stärkeknoten, Kristallträne. Ja, hoch! Einen Vorteil haben die, sind langsam. Jetzt, wo ich raus habe, dass man mit dem Gaul. Auf dem Gaul auch so gut kämpfen kann. Aua! Der eine Schlag fehlt noch. Ja. Oh, jetzt. Mann, der eine Schlag. Und wieder nichts liegen lassen, ne? Geizkrank. Nachricht? Was für eine Nachricht? Da, Tatsache. Vision hier von Eldenring. Ah. Das müsste die Arena sein, oder? Ja. Ich habe wieder mit ein paar Kollegen schon gesprochen. Die haben schon alle so viele Flas-Erweiterungen und so gefunden. Ich so, ey, gar nicht. Weil ich mich jetzt frage, habe ich vielleicht auch schon was aufgehoben? In der Zeit jetzt schon wieder, weil wir haben jetzt viele Sachen gefunden. Aber wir gehen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen nicht so stürmisch ist. Hier vor dem Tor. Weil viel erklärt wird ja hier wirklich nicht. Stufe habe ich noch nicht. Hier, Flaschen hinzufügen.
Glaube ich, habe ich nicht genug goldene Saat. Vielleicht verstärken? Heiligen Tränen. Heilige Tränen nicht im Inventar. Was habe ich denn da alles aufgesammelt vorhin? Ich habe doch sowas aufgesammelt. Das sind die Runen. Da, das hier. Kristalltränen. In der Objekteffekt, in das Seigemisch kurzzeitig Stärkeschub. Ach so. Verbessert aufgeladener Angriff kurzfristig. Und ich habe ja auch hier die auf die Axt auf was damit was gewirkt. Ah, da ist das dann. Da sieht da oben, wie meine blaue Leiste leer geht. Schnauze. Der leuchtet auch so komisch. Was kann ich denn mit dem Baum machen? Wo ist denn Grund haben, warum der so leuchtet? Saatgut anbieten, Baum. Stopp mal, was? Saatgut anbieten? Kommt mir bekannt vor, Saatgut. Ah ne, wir brauchen ja Saatgut, damit wir hier, sag schon. Ich wette, ich kann immer mit dem Baum machen. Nur ich bin bis jetzt noch zu blöd für was. Kein Gegner voraus. Sobald die Folge ich gleich nachher zu Ende habe, ne? Beziehungsweise ich mache jetzt die Folge zu Ende. Lese ich mir jetzt mal im Internet durch, was man. Weil das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Ne, kann ja nicht sein, dass er hier so rumsteht und nicht wirklich einen Zweck erfüllt. Deswegen bedanke ich mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!